Naja, Standard 0, Familie 0. Gut, machen wir mal 0 Euro. Eintrittspreise. Ich will mal gucken, ob das wieder was bringt. Wir machen 0 Eintrittspreise, aber die Geräte, die kosten alle was. Oder wir müssen eben die Ticketpreise hochmachen, ne? Und dafür einen fetten Eintrittspreis verlangen. Das wäre eigentlich auch eine Idee. Wie ist es denn eigentlich im Heidepark und Kofelden gerade? Eigentlich war da ewig nicht mehr. Zahlt man da für die einzelnen Gerätschaften was? Aber soweit ich weiß, nicht, ne? Das sind alles Parks, wo man ein Ticket kauft und dann darf man fahren. So oft man will. Halt einmal zwar, aber man darf fahren. Die Taktik könnten wir natürlich auch probieren. Wie viele Gäste haben wir denn so im Monat? Wir müssen im Monat mehr als 3000 ein... Was haben wir denn an Gesamtausgaben? Sieht man das irgendwo? Muss ich ja alles zusammenrechnen. Das sollte alles Einnahmen bringen. Das hier, die Läden und Servicegebäude. Parkverwaltung. Ja, das sind hier die Kosten. Lohnkosten, Betriebskosten, monatliche Darlehensrückzahlungen, Forschungskosten, alles... Darlehen, Baukosten, da kommt natürlich, ne, was wir bauen. Ne, wir sollten monatlich, sag ich mal, so 3000, oder? Etwas über 3000 verdienen. Okay. Wir haben, wie viele Gäste? Im Schnitt haben wir 800 Gäste. Das heißt, wollen wir meinetwegen 3500 Dollar verdienen? Geteilt durch 800 Gäste. Das heißt, wir müssten 4 Dollar nur verlangen. What? Das haut da irgendwo nicht hin. Moment. Das Eintritt was für jeden Gast in einer Erwachsenen- oder Teenagergruppe. Machen wir mal wieder hier 10 Dollar. Und hier Familie 7 Dollar. Was ist denn jetzt los? Achso, ist das wieder repariert worden? Ticketpreis. Ich mach mal hier 0. Oh Gott, wenn ich dann noch weiß, was hier meine ganzen Preise waren. 0. 0. Ich will einfach mal eine Taktik ausprobieren, ob das so irgendwie funktioniert. So, eigentlich habe ich sehr gerne, dass die Gerätschaften nichts kosten, sondern dass man einen Eintrittspreis zahlt, sich einen Tag amüsieren kann. Und dann werden die Gäste ja wieder gehen, oder? Oder funktioniert das Geschäft so nicht von Planet Coaster? Muss doch auch funktionieren, wenn man diese Taktik will. Ich will alles im Park umsonst haben. Gut, außer Essen und Co. Das bleibt natürlich bezahlbar. Die Gerätschaften sollen umsonst bleiben. Aber dafür möchte ich halt ordentliche... Verkaufte Tickets im letzten Monat. 1400. Genau. Wie viele Tickets haben wir im letzten Monat verkauft? Sehe ich das irgendwo? 156 Gäste hatten wir im letzten Monat. Was zeigt das hier an? Gäste-Gesamtzahl. Gäste in Erwachsenengruppen. Gäste in Teenagergruppen. Das heißt, eine Familie. Der Eintrittspreis für jeden Gast in einer Familiengruppe. Der Eintrittspreis für jeden Gast in einer Erwachsenen- oder Teenagergruppe. Ist die Frage, bleiben die dann auch bloß einen Tag und gehen dann wieder? Oder wie läuft das hier? Das funktioniert eigentlich so nicht, ne? Sagen wir mal, Standard kostet 50, Familie kostet... Machen wir mal 45. So. Okay. Machen wir das jetzt mal mit fetten Preisen hier. Eintrittspreise, dass wir bloß die Preise verwalten müssen. Ich weiß es ja nicht, wie das läuft. Gäste im letzten Monat hatten wir 179. Sagen wir mal 179 Leute. Gehen wir mal vom blödsten Fall aus. Sind in einer Familiengruppe. Zahlen 45. Das wären 8055 Einnahmen, wenn wir so viele Gäste hätten. Kann man sich irgendwo ansehen, Parkeingang, wie viele Gäste wir letzten Monat hatten?
Das hier zeigt die Gesamtzahl an Gästen an, oder was? Gäste insgesamt. Ja, aber ich verstehe das nicht. Hier sagt Gäste im letzten Monat 179. So, wir haben September. Das heißt, August, September. Ja, im August, Jahr 5, hier liegen wir doch aber über 700. Wieso haben wir da nur Gäste im letzten Monat 179? Das verstehe ich nicht, Freunde. Das verstehe ich nicht. Letztes Jahr. Letzte zwei Jahre. Nee. Gästeübersicht. 35% sind 266. Durchschnittlich für Fahrgeschäfte ausgegebenes Geld. Durchschnittlich an Geldautomaten abgehobenes Geld. Durchschnittlich ausgegebenes Geld. 35 Dollar, 38 Dollar, 33 Dollar. Attraktion und Läden, Teenagergruppen. Das müssten ja die Leute sein, die derzeit im Park sind. Ja, die sind wahrscheinlich dazugekommen. Ja, die können wahrscheinlich so lange drin bleiben, wie sie wollen, oder? Kann man das nicht einstellen, dass sie dann rausgehen? Dass es irgendwie ein Tagesticket oder sowas ist? Das hätte ich gerne. Und sowas nicht einstellen. Finanzen, Bilanz, Darlehen, Diagramme. Hier sehe ich nichts. Fahrgeschäfte und Tickets. Verkaufte Fahrgeschäft-Tickets. Verkaufte Parktickets. Hier, 2025. Wir haben jetzt den 15. September, ne? Achso, jetzt ist es wieder. So, lassen Sie es mal schnell laufen. Da sehen wir hier Betriebskosten. Okay. 3600 Betriebskosten. Minus 2600 und verkaufte Parktickets. Ah, wir müssen mehr verdienen. Wir haben ja auch Betriebskosten. Fahrgeschäftbetriebskosten. Mal gucken, 4200, 21. September, mal gucken, bis der Monat rum ist, 22. September, 23. September, es sieht aber so ganz gut aus jetzt mit der Kohle, 24. September, 25. September, ja, das sieht sehr gut aus mit der Kohle, muss ich sagen, 26. September, 27. September, 28. September, 29. September, 30. September. So, Leute. Zusammen monatlicher Profit plus 3000 Dollar. Änderung der Parkbewertung plus 5. Sehr schön. Das sieht soweit ganz gut aus. Also das scheint zu funktionieren, unser Park, mit diesem Prinzip, ja, wir verlangen einmalig eine Eintrittsgebühr und dann sind die ganzen Fahrgeschäfte kostenlos. Dafür tragen wir die Kosten. Ne? Also, ich denke mal, ich will probieren, dieses Prinzip zu fahren. Deswegen speichere ich erstmal den Park. Da haben wir jetzt eine Weile für gebraucht. Die zweite Folge von dieser Aufnahme ist schon wieder vorbei. Heieiei, wir sind jetzt, müssen eigentlich jetzt in der dritten sein oder am Ende der zweiten, wer weiß. Aber auf jeden Fall, dieses Prinzip möchte ich gerne gemeinsam gehen in Zukunft. Okay. Hätten wir das schon mal angepasst? Wir könnten ja versuchen, auch mit Marktkampagnen und sowas ein bisschen mehr Gäste in den Park zu locken. Aber ihr seht, es kommen immer mehr Gäste, es kommen immer mehr Gäste. Also das scheint nicht das Problem mit zu sein. Hier scheint mir irgendwie ein bisschen weniger los zu sein. Die Warteschlangen sind aber trotzdem recht voll. 829 Gäste, Gesamtzahl. Aber wir haben trotzdem viel. Wo sind denn die ganzen Gäste hin, frage ich mich. Es war doch vorhin so gerappelt voll und wir hatten nur 800. Wo sind die alle hin? Die Warteschlangen sind ja jetzt auch nicht gerammelt voll irgendwie. Boah, mir fährt es gerade irgendwie den Rücken. Ich habe irgendwie leicht Rückenschmerzen, weil ich leicht schief sitze. Nicht gesund, sage ich euch. Nicht gesund.
Komisch. Na gut, dann können wir ja jetzt eigentlich weiter bauen. Nur wohin? Was? Schienenfahrgeschäfte? Fahrgeschäfte. Ah, wir hatten ja auch neue Sachen, ne? Wir hatten ja zum Beispiel hier Kickflip, Insanity haben wir schon, Hammer Swing, Nervenkitzel, Kickflip. Interessant. Aber wir können natürlich auch erstmal mehr forschen. Das sieht auch sehr interessant aus, das Fahrgeschäft. Kickflip, das wird einfach so rumfahren, nehme ich an. Und was ist das? Hammer Swing? Wow. Oh, das ist schon ziemlich groß. Das ist schon ziemlich groß. Das können wir eigentlich mit hier hinten fast hinbauen. Huiuiuiui. Oder wir forschen erstmal mehr. Ach, aber eigentlich habe ich gesagt, ne? Szenerie, 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 Szenerie. Machen Szenerie, habe ich gesagt. Das machen wir. Szenerie. Also hier, ne? Attraktionen, fette Achterbahnen und so mal bauen. Nicht nur so Kacke, wie wir bis jetzt machen. Und breitere Wege bräuchten wir eigentlich schon fast. Ach, ich... Wenn ich das mit dem Weg auch jetzt wüsste, wie das funktioniert. 4350. Ich will jetzt nicht den Park weiter hier lang ziehen und hier lang ziehen und immer nur gerade, immer nur gerade. Wir könnten auch hier mal etwas rumgehen. Lassen wir den Park eigentlich so? Wir könnten auch hier hinter mal gehen und jetzt diesen Hammer Swing bauen. Oder wir gehen von hier aus. Die Heads, die stehen leicht... Ah, leicht bläht eigentlich die Heads. Da hinten sind die großen Gerätschaften. Nee. Ich probiere mal hier ein bisschen weiter am Terrain zu arbeiten. Terrain formen. Drücken. Stärke 90%. So. Okay. Vielleicht kann ich ja die Größe etwas kleiner machen. Die Hälfte kleiner. So, dass wir hier so ein bisschen... den Rahmen mal abstecken von unserem See. Okay. So, dann hatten wir gesagt, hier hinten rum, nicht wahr? Okay. So. Dann hier lang. So. Dann hier hinten rum. Okay. Dann was hier rum. Und hier wieder lang. So, würde ich sagen, das wird unser See. Wir haben jetzt schon wieder einiges an Kohle verbraucht. Stärke mache ich mal nur auf 30%. Oder mehr geht schon. Oh, mehr als 50%. So, wir wollen das ja hier runter kriegen. Oder was gibt es denn noch auf Fundamentebene, auf Oberfläche glätten? Oh Gott, macht es noch ein bisschen kleiner. Ah, da können wir sowas erstellen. Das ist auch geil. Meißeln. Es ist ein Meißeln. Was ist denn da der Unterschied? Glätten. Ach
So, das ist nur glätten. Aufrauen. Nee, dann müssen wir weiter drücken. Dann drücken wir weiter, bis es nicht mehr geht, so ungefähr. Okay. Können wir hier nicht noch die Stärke ein bisschen? Natürlich können wir das. So. Dann kriegen wir das alles schön flach. So. Nicht genügend Geld. Auch schade. Ja gut, aber dann geht das bald weiter mit dem Drücken und Ziehen und ne? Und da hätten wir dann ja sozusagen unseren See, der so langsam seine Form annimmt und um den wir dann drumherum bauen wollen und natürlich auch obendrauf vielleicht noch eine Brücke. Vielleicht lassen wir auch erstmal eine kleine Insel. Das hätte auch was. Wo kann ich denn das jetzt mit Wasser füllen? Hier, Wasser. Ruhiges Wasser, aufgewühltes, stehendes Wasser. Nicht Schmutzwasser, nicht. Wenn, dann ruhiges Wasser. Bis hier hoch? So hier, oder? Guckt mal. Ist das geil oder ist das geil? Ich mach's mal rückgängig. So, ja, machen wir es so. Ist ja egal, wie tief das hier ist. Hauptsache, wir haben hier Wasser. Das können wir dann noch reindrücken oder rausdrücken. Die Ränder können wir noch ein bisschen feiner machen. Das ist schon mal sehr geil. Aber wir haben hier unseren See. Tada! Und da können wir dann natürlich noch einen Fluss dran machen, wie wir das auch wollen und geplant haben. Ja, aber auf jeden Fall wird der Park doch so langsam. So, was haben wir denn jetzt für ein Datum eigentlich? Wir haben jetzt Oktober. Was sagen denn so die Finanzen eigentlich? Hat sich der letzte Monat eigentlich... Ja, der letzte Monat hat es sich gelohnt, klar. Fahrgeschäfte und Tickets. 5.240. Haben wir eingenommen. Wir haben sehr viel verballert. Natürlich jetzt in der Dekoration und so, ne? 5.340. Wir werden zwar nicht ganz an die Annahme rankommen von dem letzten Monat, aber immerhin, gut. Gut, Leute, ich würde sagen, ich glaube, an dieser Stelle mache ich vielleicht eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Planet Coaster. Bis dahin und schön mit euch, euer Kelle. Bye!